willkommen mal wieder im Auto bei uns. Unser Roadtrip hat jetzt offiziell begonnen. Wir sind jetzt unterwegs Richtung Whangarei, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Also Richtung Norden von der Nordinsel Neuseelands. Wir planen dort ein oder zwei oder drei Nächte im Auto jetzt zu schlafen auf einem öffentlichen, kostenlosen Campingplatz. Und danach haben wir schon so gewisse Pläne, aber die sind noch nicht bestätigt. Deswegen dazu später mehr. So, wir haben jetzt mal einen kurzen Zwischenstopp gemacht hier im McDonald's, weil ich unbedingt checken wollte oder wir unbedingt checken wollten, wie das Internet ist. Und das Internet ist sehr gut. Wir haben ja jetzt nicht mehr den Luxus, dass wir WLAN besitzen, wenn wir quasi auf der Straße unterwegs sind. Und um halt mobile Daten zu sparen und trotzdem arbeiten zu können, sind wir halt auf WLAN von zum Beispiel McDonald's oder Burger King angewiesen. Und ja, es hat sich als sehr, sehr gut erwiesen. Es ist mega schnell, also viel, viel schneller als das WLAN, was wir noch im Airbnb hatten. Von daher alles perfekt. Und ja, wir sind jetzt noch ungefähr 20 Minuten von unserem Ziel entfernt und sind sehr gespannt, wie es da aussieht. Die Hinfahrt oder die Fahrt hierher war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr erlebnisreich. Die Straßen in Neuseeland sind nicht ganz so, ja, gut und komfortabel wie in Deutschland. Es ruckelt ganz schön oft, es ist sehr laut, das Autofahren, und ja, aber die Natur ist atemberaubend. Hallihallo, wir sind angekommen auf unserem Campingplatz, und ja, hier ist es auf jeden Fall traumhaft schön. Wir sind hier in so einer Bucht, und jetzt gibt es erstmal was zu essen. Das ist übrigens unsere Ausstattung hier. Ein Gaskocher, hier haben wir so Essen drin, Klopapier, ganz wichtig. Direkt rein Kiwis. Genau, ganz viel Kiwis, logisch. Und jetzt gibt es bei uns Eier mit Zwiebeln. Das ist unser Schlafbett quasi, also unser Bett hier oben. Genau, mit unseren Schlafsäcken. Und hier haben wir Stauraum hier unten. Genau. Unsere Rucksäcke lassen wir immer vorne auf den Vordersitzen, während wir schlafen. Und wenn wir dann weiterfahren, kommen die hier oben aufs Bett. Genau. So, jetzt wird gekocht. Und einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben unsere erste Nacht erfolgreich hinter uns gebracht und haben auch relativ gut geschlafen. Wir haben nur ein kleines Problem mit unserer Matratze. Die ist in der Nacht extremst laut, weil die halt hier nicht wirklich gut reinpasst, wie man sieht. Übrigens, auf der Seite schlafe ich. Und jedes Mal, wenn man sich bewegt in der Nacht, knarrt die halt wie Sau, und gefühlt der ganze Campingplatz, denkt man, lässt einen fahren oder so. Jetzt wird gerade hier Wasser gekocht für unseren Kaffee. Heute gibt's Müsli zum Frühstück. Ja, und das ist unsere wunderbare, tolle Aussicht. Heute regnet es leider den ganzen Tag, also ist auch so angesagt. Unser Auto hier, wir stehen hier ungefähr mit 10 bis 15 anderen Campern. Und hier haben wir Toiletten. Das passt schon. Schönen guten Morgen hier von unserem Campingplatz. Nachdem wir dann ja gestern noch ein Mückendilemma hatten und ein, zwei Campingplätze uns nicht so gefallen haben,
sind wir dann letztendlich hier gelandet. Und hier ist es auf jeden Fall mega schön. Wir hatten zwar auch gestern Abend dann noch unsere Probleme, weil es stockduster war und wir quasi nichts gesehen haben. Aber hier waren auf jeden Fall einige Leute. Und da fühlt man sich dann auch immer ein Stück sicherer, als wenn man ganz alleine ist. Hallo, wir wollen zum Wananaki Holiday Park. Dort lang? Ja? From Germany, we want to the Wananaki Holiday Park. Straight on, ja? Yeah? Thank you. Guter Mann. Thank you.